Schüler mit einer Zwischenbilanz die Chance bekommen, in eine andere Schule zu kommen und nicht mit einer Endbilanz. Ich finde das einfach nicht in Ordnung, dieses Gesetz. Weil es ist ja ganz allgemein so, ganz egal, wo man sich sonst bewirbt, man gibt ja nie Schulnachrichten ab, sondern man gibt immer Zeugnisse ab. Mhm. Und hier ist die Schulnachricht maßgeblich dafür, dass man in eine andere Schule kommt. Jetzt wird jetzt ein aktuelles Beispiel von meinem Sohn, dem das erste Halbjahr nicht optimal gelang, und jetzt kann er von der 4. Klasse Hauptschule nicht in eine Schule wechseln, er muss in das Polytechnische gehen. Mhm. Und der ist ein Schüler, der grundsätzlich im zweiten Schulhalbjahr besser ist. Yeah. Ist das erste Mal hat er guten Erfolg gebracht. Schluss. Halbjahr nicht. Mhm. Und ich finde dieses Gesetz einfach nicht in Ordnung, dass man eine Zwischenbilanz hernimmt und nicht die Endbilanz eines Jahres. Ja, es gibt zwei Argumente auf unserer Seite. Erstens einmal beim Schuleintritt, überhaupt also bei der Volksschule, ist unsere Erfahrung, dass wir die Einschreibung vorgezogen haben, ein Jahr vor dem Schuleintritt, damit wir zeitgerecht wissen, ob ganz konkret in dem Fall das Kind ausreichend Deutsch kann oder nicht, damit dann also auch im Kindergarten ein Sprachangebot gemacht wird. Und im Bereich des Wechsels von einer zur anderen Klasse ist halt das Problem ganz anders von der anderen Seite, wenn Sie erst im, sage ich, Ende Juni, Anfang Juli das Endzeugnis abwarten, bedeutet das, dass innerhalb weniger Wochen letztendlich dann diese Steuerungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen, damit auch die nächste Klasse, die nächste Schule weiß, mit wie vielen Schülern sie zu rechnen haben. Das ist der Hintergrund, ehrlich gesagt, warum wir diese Regelung gemacht haben.